Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Whispered World. Hier ist die Goretti. Ja, und eine kleine Sache in eigener Geschichte. Ich gratuliere recht herzlich den Holländerinnen, die heute, an dem Tag, wo ich diese Aufnahme noch eben schnell mache, Europameisterinnen geworden sind im Fußball. Ich weiß, die meisten Spieler sind nicht gerade so für Sport oder vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war es mir einfach ein Anliegen, das doch mal auszusprechen, zumal eine meiner liebsten Freundinnen Holländerin ist. So, jetzt geht's aber los hier mit unserem kleinen Cedric und seinem dicken kleinen Spot. Wir sind beim letzten Mal aus der Höhle der Asgils entkommen. Och, guck mal, wir können uns den Fahrstuhl und den Aufzug nochmal anschauen. Ist ja witzig, schauen wir uns den nochmal an. Ist denn da noch was? Mir wird ganz schwummerig, wenn ich bedenke, dass ich damit gefahren bin. Ja, sowas aber auch, mein lieber Cedric. Ich glaube, ich habe mir auf der Fahrt hier hoch auf die Zunge gebissen. Hoffentlich gibt das keine Entzündung. Ach komm, ist nicht dein Ernst. Oh, ein runder Stein, den können wir bestimmt aufheben. Ich fahre da bestimmt nicht wieder runter. Nein. Ich bin heidenfroh, dass ich den Asgil entkommen konnte. Ja, ich auch. Ich bin auch heidenfroh, dass du den Asgil entkommen konntest. Da geht's weiter im Bild und da hinten, oh, das Schloss. Aber da hat er, glaube ich, beim letzten Mal schon was gesagt. Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint kein Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Ah, das schaffen wir schon, mein kleiner Cedric. Wir haben schon ganz andere Dinge geschafft. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Ja. Dann schau dir doch mal diesen kleinen runden Stein hier an. Ich verkneife mir lieber jede spöttische Bemerkung. Immerhin haben sich Steine auf meiner Reise doch erstaunlich oft als nützlich erwiesen. Das stimmt, wenn wir da an Ralf und... wie hieß der andere nochmal? Ralf und... Nein, danke. Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Wie ich da jetzt nicht auf den anderen Namen komme. Ingo, Ralf und Ingo. So, was haben wir im Inventar? Wahrscheinlich... Nee, wir haben noch ganz viel im Inventar, das wundert mich aber. Ja gut. Sonst noch irgendetwas hier? Hier, das Seil. Nee, die Schlucht aber. Da unten wohnen die Asgil. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Ja, schreib das doch mal in dein Tagebuch. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Ach schön, ich liebe das. Springen ist keine Option. Hörst du, Cedric? Lass es bleiben. Oh, 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 oh. Jetzt aber schnell hier weg. Ach du meine Güte, da steht auf jeden Fall ein Bahnhofswärter. Das heißt, wir sind an einem Bahnhof angekommen. Mit den Kreuzen können wir nichts machen. Da hinten sehen wir Gleise. Sehr schön. Ah ja, hier geht's auch weiter. Das heißt, wir müssen irgendwo nach da oben, denke ich mal. Hier ist der Garten und hier sind Vögel. Sonst noch irgendetwas? Opas Hose! Nein! Wie schön ist denn das bitte? Das ist doch schon wieder Opas Hose. Wie ist die denn hierher gekommen? Das ist eine gute Frage, aber... Wie bist du an diese Hose da drüben gekommen? Das ist tatsächlich eine komische Geschichte und etwas peinlich. Ich werde die Wahrheit wohl mit ins Grab nehmen. Sie ist ja auf den Kopf gefallen und du konntest erstmal eine ganze Zeit lang nichts sehen. Hey, lass die Finger von meiner Wäsche! Hallo, das ist Opas Hose, nicht deine Wäsche. Na gut, ist ja egal. Hier wächst wohl gar nichts. Hey! War das etwa eine Anspielung auf meine Größe? Verdammt, es war keine. Nicht mal das habe ich mehr drauf. Sehr schön. Hey! Lass die Finger von meinem Kürbisbeet! Ach, Kürbisse sollen hier wachsen, alles klar. Hey! Ja, danke, danke, mach ich. Und was ist mit diesen ganzen Vögeln hier? Die Vögel scheinen sich da recht wohl zu fühlen. Es könnte sich als schwierig erweisen, sie vom Beet zu vertreiben. Oh, das heißt, wir müssen also die Vögel vertreiben, ja? Schusch! Naja, das interessiert sie nicht. Wäre auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Schusch! Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, reden wir erstmal. Komm, wir gucken uns erst noch die Gleise an. Das sieht nicht nach einer sonderlich vertrauenserweckenden Route aus. Egal, es ist die einzige Route. Wohin führen diese Gleise?
Wir führten mal direkt nach Corona, aber die Gleise wurden stillgelegt. Oh. Ja, das ist schlecht. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Ah, jetzt sehe ich tatsächlich hier die Kürbisse. Okay, die sehen aber ein bisschen löchrig aus. Blablabla. Schweres Wort. Ein schäbiger Typ. Findest du, Cedric? Ich finde ihn ganz niedlich. Jeder! Stopp! Anhalten, Gesindel! Keinen halben Schritt weiter! Oh oh. Kannst du mir helfen? Wie bist du an die Hose da drüben gekommen? Das wird er uns wahrscheinlich trotzdem nicht verraten, aber ich möchte es wissen. Wie bist du an diese Hose da drüben gekommen? Das ist tatsächlich eine komische Geschichte und etwas peinlich. Ich werde die Wahrheit wohl mit ins Grab nehmen. Ach komm schon. Kannst du mir helfen? Kommt drauf an. Wobei denn? Ich muss dringend nach Corona, genau. Ich muss dringend nach Corona. Nach Corona? Vergiss es. Der Zug fährt nicht mehr. Ein Zug? Was für ein Zug? Ich sagte, vergiss es. Die Gleise wurden stillgelegt. Such dir einen anderen Weg. Ach, papplapapp. Welche anderen Wege nach Corona gibt es denn noch? Tja, genau genommen war der Zug der einzige Weg. Aber ich sagte schon, er fährt nicht mehr. Siehste, dann bringen wir ihn einfach wieder zum Fahren. Die Askel sind mir auf den Fersen. Die Askel sollen ruhig kommen. Ich bin darauf vorbereitet. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen? Nein, Trickfallen aufgestellt. Trickfallen? Die werden auch bestimmt helfen, diese Trickfallen. Ich werde die Welt zerstören. Tja, das will ich auch. Na und, wenn du mein Rat willst, posaune es nicht überall herum. Die Leute reagieren nicht so gut darauf. Das ist nicht so wild. Ich bin ständig gezwungen, mich mit überdrehten Schwachköpfen zu unterhalten. Wirklich? Mir passiert das eher selten. Und in dieser Woche ist es sogar das erste Mal. Ja, das war ein ordentlicher Kontra, mein Freund. Alles ist furchtbar. Die Askel wollen Corona angreifen, die Welt wird untergehen und ich bin an allem schuld. Mann, bist du ein Jammerlappen. Wenn ich deine Welt wäre, würde ich auch lieber untergehen. So viel ist mal sicher. Ach, schön. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Das glaube ich allerdings auch. So wie du rumläufst. Also, ist noch was. Du versperrst mir die Sicht auf meinen Lieblingsbaum. Es gibt also wohl tatsächlich einen Zug. Es gibt einen Zug? Hörst du nicht zu, oder was? Ich sagte, es gibt keinen Zug. Ach, die Lok steht zwar noch oben, aber sie fährt schon lange nicht mehr. Ah, sehr schön. Darf ich mir die Lok mal angucken? Na, hör mal. Ich bin doch kein Museum. Ich sagte, es gibt keinen Zug. Obwohl die Idee nicht schlecht ist. Ich frage mich, wie viel man für den Eintritt verlangen könnte. Ja, siehste wohl. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Mit Sicherheit, weil du ja wahrscheinlich nichts für die Lok bezahlt hast, verdienst du sowieso nur dran. Also mehr als 5 Silberlinge wären mir das nicht wert. Ein Goldstück hätte ich dafür unter Umständen schon übrig. Für so etwas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Oh mein Gott, dafür würde ich keinen müden Heller ausgeben. Tata, ist jetzt eine gute Frage. Dafür würde ich keinen müden Heller ausgeben. Wahrscheinlich hast du recht. Das mit dem Museum war wohl eine Schnapsidee. Nein, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Das habe ich dir schon mal erklärt. Ich denke, dass wir weniger als 5 Silberlinge bezahlen würden, oder? Oder sollen wir ihn direkt, ich weiß es nicht. Irgendetwas müssen wir ihm sagen. Also mehr als 5 Silberlinge wäre mir das nicht wert. So wenig nur? Nein. Dann kommt das nicht in Frage. 5 lumpige Silberlinge. Dafür könnte ich mir ja nicht einmal neue Abreißkarten kaufen. Okay, dann, wie wär's mit einem Goldstück? Für sowas würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Nein, das ist zu viel, glaube ich. Ein Goldstück hätte ich dafür unter Umständen schon übrig. So wenig nur? Für einen Besuch in Maurice Majestätischem Eisenbahnmuseum? Das muss doch mehr wert sein. Für sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Im Ernst? Du glaubst, die Leute würden so viel bezahlen, nur um eine ausrangierte Lok zu sehen? Es ist ja nicht irgendeine Lok. Sie fuhr immerhin nach Corona, nicht wahr? Es ist eine königliche Lok. Königlich? Das hieß ja, dass ich die ganze Zeit auf einer Goldgrube gesessen habe. Und du hast es nicht einmal gemerkt. Wie konnte ich nur so blind sein? Zum Glück hast du am Ende doch noch einen unfehlbaren Geschäftssinn bewiesen. Das kannst du aber laut sagen. Ich hätte ja fast die Chance meines Lebens verpasst. Kommt her, ihr Leute von fern und nah. Ab heute hat Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum geöffnet.
Ach komm schon, jetzt, jetzt müssen wir mit Sicherheit diese 10 Goldstücke irgendwo sammeln oder so. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar! Das macht 10 Goldstücke! Hast du das Geld dabei? Nicht direkt. Es. Eigentlich habe ich überhaupt kein Geld bei mir. Dann verzieh dich! Du blockierst den Eingang für die anderen Kunden! Und, wie läuft das Museum? Es war noch kein einziger Besucher da. Was mache ich nur falsch? Ich hätte da ein paar Ideen, was man verbessern könnte. Ach ja? Und warum sollte ich auf dich hören? Es ist ja nicht so, als wärst du mein Berater. Du könntest mich ja als Berater engagieren. Warum eigentlich nicht? Na gut, du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Also leg los, was empfiehlst du mir? Du könntest die Preise senken. Vielleicht liegt es an den schlechten, gelaunten Mitarbeitern. Du solltest den Namen ändern. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja, gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Wäscheboy hat. Andererseits kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei es drum. Du bist eingestellt. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Kein Thema, mein Freund. Kein Thema. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut, das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nichts. Du musst einen Profi engagieren. Naja, na gut. Aber wo bekomme ich so jemanden her? Habe ich schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbygärtner bin? Ich könnte doch mal mein Glück versuchen. Du? Warum nicht? Oder siehst du hier noch jemanden? Ist ja schon gut. Wenn du es schaffst, die Vögel zu verscheuchen, bist du eingestellt. Als Gärtner bekommst du ein Goldstück am Tag. Aber wie gesagt, erst nach getaner Arbeit. Also somit hätten wir schon mal 2 Goldstücke. Wir müssen die Vögel verscheuchen, das ist 1 Goldstück. Die Wäsche einsammeln, das sind 2 Goldstücke. Du solltest den Namen ändern. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Du solltest den Namen ändern. Sollte ich das also? Unbedingt. Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum. Das klingt viel zu protzig. Was schlägst du vor? Mir gefällt Maurice Medium Museum. Maurice Mini Museum sehe ich hier nicht. Schwierig, ne? Ich nehme mehr das. Als ein Maurice Mini-Museum sehe ich hier nicht. Mini-Museum? Soll das eine Anspielung sein? Glaub mir, die Menschen mögen kleine Sachen. Man wird dir die Bude einrennen. Okay. Der Name wird geändert. Aber dann muss ich auch den Gärtner wieder entlassen. Das Gehalt wird eingezogen. Und die Wäsche kann dann auch wieder draußen hängen. Also entlasse ich den Wäscheboy. Und das Gehalt wird ebenfalls eingezogen. Hast du noch so einen Tipp? Nein, ich möchte... Vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Glaubst du? Wenn ich mir dich so angucke, wahrscheinlich hast du recht. Du siehst aus, als wäre dir eine Maus über die Leber gelaufen. Du meinst eine Laus. Ich weiß, was ich gesagt habe. Was schlägst du vor? So. Du solltest einen Mitarbeiterrabatt einführen, du solltest einen Clown einstellen, oh mein Gott. Du solltest als erstes diesen schlecht gelaunten Geschäftsführer entlassen. Meint er ihn selbst damit? Mitarbeiterrabatt. Du solltest einen Mitarbeiterrabatt einführen. Ein Mitarbeiterrabatt? Kommt nicht in Frage! Warum denn nicht? Sieh es mal so. Du machst deine Mitarbeiter glücklich und bekommst trotzdem Geld von ihnen. Was? Hey, du hast recht. Diese Trottel. Alles Idioten. Ja, okay, abgemacht. Mitarbeiter zahlen nur noch die Hälfte. Das ist doch schon mal gut. Also zahle ich jetzt nur noch 5 Goldstücke, aber ich muss trotzdem immer noch einiges einsammeln. Du solltest einen Clown einstellen. Einen Clown? Bist du verrückt geworden? Hey, ich kenne deine Belegschaft zufällig ziemlich gut. Ich will dir ja keine Angst machen. Aber wenn die nicht bald ein wenig Aufmunterung bekommen, dann könnte es einen Streik geben. Einen Streik? Na gut. Aber wo bekomme ich jetzt bloß einen Clown her? Du kannst den Job nicht selbst machen. Wieso? Bin ich zu Clown? Klein? Wann soll ich anfangen? Am besten gleich. Super. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Ja, natürlich. Du solltest als erstes diesen schlecht gelaunten Geschäftsführer entlassen. Das geht nur 3 Monate zum Quartalsende. Ein Jammer. Ach, die fangen sich schon wieder. Ja.
Das denke ich auch. Ich werde einfach bei der nächsten Weihnachtsfeier eine motivierende Rede halten. Dann erledigt sich das Problem von ganz alleine. Ich glaube, ich habe einfach alles ziemlich... Ich muss auf jeden Fall die Wäsche abhängen, weil ich brauche ja Opas Hose bestimmt für irgendetwas irgendwann mal wieder. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Welchen guten Namen denn? Es ist Maurice Mini-Museum. Die Leute können froh sein, dass sie aufrecht stehen können, während sie sich die Lok anschauen. Das ist schlecht. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Welchen guten Namen denn? Es ist Maurice Mini-Museum. Die Leute können froh sein, dass sie aufrecht stehen können, während sie sich die Lok anschauen. Okay, wir müssen wieder den Namen ändern. Das geht ja gar nicht anders. Also, oh Gott im Himmel. Was haben die sich nur dabei gedacht? Heißt das, ich mache jetzt hier eine Folge, die nur daraus besteht, irgendwelche rätselhaften Sätze zu preiszugeben? Warte mal, ich kann noch weiter nach unten. Ach nee, mir fällt nichts ein. Ist keine Option. Also. Du solltest den Namen ändern. Was denn? Schon wieder? Unbedingt. Maurice Mini-Museum. Das macht einfach nicht genug her. Was schlägst du vor? Wir versuchen es jetzt mal, wieder mit dem Majestätischen. Da können wir auf jeden Fall die Wäsche abhängen, ne? Mir gefällt Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut. Dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja, gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Wäscheboy hat. Andererseits kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei es drum. Du bist eingestellt. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Wunderbar. Mir fällt nichts ein. Du lässt dir lieber was einfallen oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. Macht nichts, Ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. Ja, das stimmt schon, aber ich werde jetzt einfach erstmal die Opas Hose hier einsammeln, weil ich soll ja die Wäsche abhängen. Gut, und das Hemd nehme ich auch gleich mal mit. Und dann kann ich mich immer noch mit dir weiter unterhalten, mein Freund. Gott, ist der anstrengend. Heda nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Her mit meinem Goldstück, ja? Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Berater, du bist mein Clown und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 3 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Aha. Super. Ich hätte einen weiteren Tipp. Immer raus damit. Immerhin bezahle ich dich dafür. Entschuldigung, da musste ich gerade mal ein bisschen hüsteln. Ne, hüsteln. Also die Vögel im Vorgarten. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut. Das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nichts. Du musst einen Profi engagieren. Na gut. Aber wo bekomme ich so jemanden her? Habe ich schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbygärtner bin? Ich könnte doch mal mein Glück versuchen. Du? Warum nicht? Oder siehst du hier noch jemanden? Ist ja schon gut. Wenn du es schaffst, die Vögel zu verscheuchen, bist du eingestellt. Als Gärtner bekommst du 1 Goldstück am Tag. Aber wie gesagt, erst nach getaner Arbeit. Natürlich, mein Freund, natürlich. Jetzt muss ich einfach mal sehen. Mir fällt nichts ein. Ja, das haben wir alles schon gehört. Ich habe keine Zeit für... Dafür reden. Ja, ich weiß, ich rede ziemlich viel. Ich würde mich gerne noch einmal ein bisschen hier umgucken, weil ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie diese Vögel verscheuchen. Die Frage ist nur, wie? Das ist ja überall der Garten. Können wir vielleicht irgendetwas mit unserem Freundchen hier machen? Los, wir hetzen mal die kleinen Bälle auf die Vögel. Das hat ja schon mal geklappt. Hey, du! Halte dein Haustier von meinen Beeten fern! Och, ich habe auch so schon genug Probleme mit Schädlingen. Ja, natürlich. Okay, dann können wir vielleicht... Warte mal. Wir haben ja hier allerhand. Können wir das Hemd mit dem Knüppel... Der Knüppel hat ungefähr Maurice Größe. Du gestattest, Gruber. Passt.
Der Knüppel hat du gestattet, ja, aber Gruber. Passt. Warum kombiniert er das denn dann nicht? Pass auf, Maurice Größe, okay. Wir stopfen mal Gruber in den Boden. Das geht. Wo ist denn jetzt Gruber? Da, in dem Kürbis, alles klar. Und wenn wir jetzt Gruber noch das Hemd anziehen? Die richtige Größe hat es schon mal. Aber so würde es wohl kaum halten. Es fehlen die Ärmchen. Es fehlen also die Ärmchen. Das heißt, ich brauche sowas wie einen Ast. Wie wär's mit dem... mit den Stäbchen. Ach, Cedric, geh doch mal davor weg. Ich sehe nichts, mein Freund. Sehr schön. Dann hätten wir schon mal eine kleine Vogelscheuche fast hier hingebaut. Es sieht schon fast aus wie Maurice, aber irgendetwas fehlt noch. Ja, es fehlt das Hemd. Und weg sind die Mission Vögel. Mission erfüllt. Oh, bravo. Du hast die Vögel verscheucht. Willst du jetzt eine Mitarbeiter des Monats-Plakette? Unbedingt, mein Freund. Dein Dank ist mir Lohn genug. Vor allen Dingen die Goldstücke sind mir Lohn genug, mein Freund. Oh, guck mal, der arme Gruber, der steht da jetzt für ewig und drei Tage. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Gärtner, du bist mein Berater, du bist mein Clown und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 4 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Das heißt, wir müssen unbedingt hier einen weiteren einen weiteren Tipp für diesen Mann, und zwar... Ich hätte einen weiteren Tipp. Immer raus damit, immerhin bezahle ich dich dafür. Preise senken. Du könntest die Preise senken. Ich glaube, du hast recht. Für einen Besuch in Maurice Medium Museum sind 8 Goldstücke wohl angemessen. Ja, und mit dem Mitarbeiterrabatt hätten wir es dann, oder? Mir fällt nichts ab. Ha! Du lässt dir lieber... Ja, ich möchte jetzt, hier. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar! Das macht 8 Goldstücke! Naja, für dich 4. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt, aber könnte ich es nicht gegen mein Gehalt rechnen? Das ginge vielleicht. Aber erst mal sehen, wie viel du überhaupt schon verdient hast. Also, du bist mein Gärtner, du bist mein Berater, du bist mein Clown und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 4 Goldstücke verdient. Tja, sieht so aus, als hättest du genug verdient. Willkommen im Maurice Medium Museum. Geschafft. Und das Ganze hat nur 20 Minuten gedauert, aber wir sind... Wir sind in Maurice Medium Museum. Aber wie komme ich hoch zur Eisenbahn? Es sei denn... Himmel, noch ein Fahrstuhl. Warum bin ich nicht einfach bei den Askill geblieben? Weil wir vorankommen müssen in diesem Spiel. Allerdings nicht mehr in dieser Folge. Wenn ich dann nämlich so auf den Wecker schaue, würde ich sagen, sind schon mehr als 20 Minuten vorbei. Und von daher würde ich jetzt ganz gerne hier wieder einen Schnitt setzen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an den super Kommentaren von Maurice. Und würde sagen, bleibt sauber und gesund und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!